Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, unserem und eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute schmeißen Oliver und ich zu zweit den Laden. Und, es ist noch so viel Kuchen da. Ja, es ist noch so viel Kuchen da. Wir schaffen das sicherlich auch zu zweit. Wo ist denn die Martina? Die Martina liegt krank im Bett. Nichts Schlimmes. Bald wird sie wieder bei uns sein. Ah, das heißt, sie fährt für die nächsten Segmente aus? Ja, leider schon. Na gut. Leider schon. So, es gibt erste Zahlen zu Kirchenaustritten 2019. Das ist aber schnell. Früher ging das ja schon mal schon langsam. Ja, tut es auch immer noch grundsätzlich. Die Kirchenaustrittszahlen werden ja von EKD und RKK erst im Sommer des folgenden Jahres bekannt gegeben, wohl in der Hoffnung, dass es dann keinen mehr interessiert. Aber einzelne Zahlen sind jetzt schon bekannt geworden. Dazu muss ich sagen, die Datenlage ist also so spotty und die Zahlen sind ganz, ganz klar nicht repräsentativ. Ich möchte also nicht irgendwie von einer Hochrechnung oder sowas reden. Ah ja, okay. Aber vielleicht von einem Lichtblick. Also im letzten Jahr hatten wir ja eine Vorschau gemacht aufgrund der Zahlen von NRW. Das Land NRW hatte schon im Februar die Austrittszahlen bekannt gegeben. Und dann konnte man ziemlich gut die bundesweiten Zahlen rechnen. Das war übrigens auch 99% genau. Tatsächlich hat sich das so gut herausgestellt. Ich war um ein paar tausend daneben. Ah, schick. Das ist ja erfreulich. Wenn das bekannt wird, mache ich das wieder. Ja, klasse. Aber jetzt gab es, wie gesagt, schon Einzelmeldungen. Relativ belastbar oder belastbar ist eine Zahl für unser wunderbares Nachbarland Österreich. Da hat die katholische Kirche sich geäußert. Und in Österreich sind also die Ausstiegszahlen aus der katholischen Kirche um 15% gestiegen im Vergleich zu 2018. Aha. Das waren ungefähr 67.500 Personen, die 2019 aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. 2018 waren es ungefähr 58.800. Das heißt, zum Ende letzten Jahres hatte Österreich noch 4,98 Millionen Katholiken, also erstmals seit langer Zeit unter 5 Millionen gefallen. Huhu. Das heißt, 56% der Österreicherinnen und Österreicher sind noch in der katholischen Kirche. Im Laufe des Jahres ist ungefähr 1% ausgestiegen. Boah. Also 1%. Der Gesamtbevölkerung. Genau. Ja. Dann gab es lokale Meldungen aus Gütersloh in NRW. Da gibt es für die evangelische Kirche keine aktuellen Zahlen. In Gütersloh gab es allerdings in der katholischen Kirche einen Anstieg um 50% der Austritte. Boah, um 50%? Genau, 350 Leute ausgetreten. Okay. Ja, aber ja, natürlich. Und auch Bayern ist nicht verschont. Altötting in Bayern, da schreibt er eine Alt-Neu-Oettinger Anzeiger. 2019 waren es im Landkreis so viele Austritte aus den beiden großen deutschen Kirchen wie noch nie. Fast 1100 Menschen haben der römisch-katholischen und der evangelisch-lutherischen Kirche im vergangenen Jahr den Rücken gekehrt. Das sind etwa 37% mehr als 2018, als ebenfalls ein Negativrekord erzielt worden war. Negativ nennen die das? Nee, nennen die so. Also das ist Bayern, ne? Ebenfalls Negativrekord. Weiden in der Oberpfalz liegt ebenfalls im Freistaat. Da sind bei den Katholiken 58% mehr ausgetreten als 2018 und bei den Protestanten 44% mehr Austritte als 2018. Boah, das sind ja krasse Zahlen. Das sind also so Einzelmeldungen, die ich in der Zeitung gefunden habe. Es gibt also Nachrichten dazu, dass die Steigerung der Austrittszahlen im Vergleich zu den hohen Werten, die waren ja auch hoch wie seit lang nicht mehr von 2018, jetzt nochmal um 37 bis knapp 60% gestiegen sind. Das ist schön, bedeutet aber wahrscheinlich weniger als vermutet, weil natürlich Ausreißer nach oben einen besonders hohen Nachrichtenwert haben und daher zu mehr Berichten führen. Also, verstehe, ja. Trotzdem, die Kirchenaustrittszahlen sind seit 2013, 2014 ungefähr enorm gestiegen. Und es sieht auch so aus, als ob der Trend weiter anhält. Sehr schön, sehr schön. Das ist super. Ich werde mal schauen, sobald Zahlen aus NRW bekannt sind. Es stellte sich heraus, dass jedes Jahr fast exakt 20,0% aller Kirchenaustretenden in NRW austreten. Das heißt, man kann das einfach hochrechnen. Also wenn wir das haben, was deutlich früher passiert als die Zahlen der Kirchen, die offiziellen Zahlen der Kirchen,
dann können wir wahrscheinlich solide Vorschau machen. Ja, klasse. Wie das denn jetzt sich entwickeln wird. Gibt es da eine Koinzidenz mit dem Start unseres Podcasts eigentlich? Seitdem wird der Kirchentag immer kleiner. Ah, guck mal. Ja. Weil die Leute zu Hause auf dem Sofa sitzen und uns zuhören. Muss wohl. Klasse. Ja, ich würde sagen, hier der Aufruf an alle, die ihr kennt, die noch in der Kirche sind, sagt ihnen Bescheid. Und wenn man nicht weiß, wie man aus der Kirche austritt, www.kirchenaustritt.de. Da ist das für jedes Bundesland erklärt. Da gibt's auch Zahlen. Wenn ihr also jemanden kennt, der noch in der Kirche ist, den man dann überzeugen könnte, dahin gehen. Genau, es ist ein Trend. Es ist ein Trend, genau. Mitmachen lohnt sich, denn dann kann man Hipster, Influencer, Content Creator sein. Kann man sogar vielleicht auf Instagram so ein Foto posten von sich im Standesamt oder Amtsgericht, wo man das macht. Okay. Dann wird das zu einem neuen Supertrend. Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge. Man glaubt es nicht. Euer Podcast über Religion und andere Esoterik. Und wie immer würden wir euch bitten, Lob, Hinweise und vor allem Kritik auf manglaubtesnicht.wordpress.com zu hinterlassen. Denn das interessiert uns sehr, was ihr uns zu sagen habt. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bitte, wenn ihr Bock habt, empfehlt uns weiter. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. I'm only smoking on bad offense, but I'm a honored man.